Du Jana, recht herzlich begrüßen zu dem Vortragsabend. Ich tue mich ganz kurz vorstellen. Ich habe so jetzt Günther, du im Krankenhaus Brunnen gearbeitet. Vielleicht kenne ich ein paar von der Arbeit aus. Wenn ich nicht arbeiten tue, dann habe ich ein anderes Hobby und das Hobby heißt Heimat. Mir liegt die Heimat ganz fest am Herzen. Und wenn ich Heimat her, dann muss ich leider Gottes Zahl wieder feststellen, in der Heimat steht es einmal nicht gut. Es steht im Grunde genommen ganz lange steht um unsere Heimat. Ich bin geschichtlich ganz narrisch interessiert, ich bin politisch aktiv und die politische Aktivität hat mir das große Glück gegeben, dass ich mit den Leuten, die im Grunde genommen in einer Zeit, in der es um die Heimat noch letzter gestanden ist, den Worten Taten folgen lassen haben und den aktiven Widerstand organisiert haben. Ich habe jahreweise Dokumente gesammelt, Fotos gesammelt, ich habe mit vielen, die damals aktiv waren, geredet. Viele sind meine Freunde geworden, meine besten Freunde. Und von der Freundschaft aus, von den Bekanntschaften aus, von den Sammeln aus, ist der Vortrag, der Dir-Vortrag entstanden. Ich will halt gleich vielleicht ein paar Sachen vorausschicken. Erstens einmal kann es heute leider Gottes passieren, dass der Dir-Projekt da nicht mehr funktionieren tut mit dem Vortrag, aber ich habe ein Reserveprojekt damit, also tun wir schon vorher für eine eventuelle Panne entschuldigen. Zweitens will ich vorausschicken, dass der Vortrag weder eine Anleitung noch ein Aufruf ist, das gleiche zu zitieren, was die Mando in den 60er Jahren gemacht haben. Die Zeiten für Gewalt sind endgültig vorbei, aber der Vortrag ist ein Aufruf, eindeutig, das, was die Leute gemacht haben, das für das, was sich die Leute, die Männer eingesetzt haben und die Frauen eingesetzt haben, nicht einfach in Bach ringen zu lassen und nicht einfach in Wohlstand über sich ergehen lassen und dabei die Heimat zu vergessen. Ich will auch noch etwas feststellen, man kann ein Auto auf die Wand aufhören, total Schaden bauen, ist kein Problem. Ein Auto kann man wieder kaufen. Ein Haus, das abbrennen tut, kann man neu ausstellen. Eine Brieftasche mit viel Geld, die man verliert, kann man neu kaufen und das Geld kriegt man auch wieder. Aber Heimat hat man einmal im Leben. Und wenn man Heimat einmal verliert, müsste ich für allem verloren. Wenn man jemand das Licht ausschalten tut, dann kann man mit dir vorkommen. Um verschiedene Dinge. Einmal um das da. Um Heimat. Das ist die Heimat, wie ich sie jeden Tag von meinem Zimmerfenster aus sehe. Eine einmalige Sache für mich und ich hoffe auch für mich. Es geht in dem Vortrag aber auch um das, um Geschichte, um eine Tragödie, um Männer und Frauen, die sich hingesetzt haben für die Heimat und deshalb auch Trau gezahlt haben, die Konsequenzen getragen haben. Es geht aber auch um die Freiheit des Einzelnen und um die Freiheit eines Volkes. Das Südtirol-Problem ist im Grunde genommen im Mai 1915 entstanden. Italien hat Österreich-Ungarn den Krieg erklärt. 1918 ist der Krieg am Ende gewesen. Es war ein grausamer Krieg, hat Millionen Todesopfer gekostet, ein Mordsleid über Europa gebracht. Und die Sieger haben sich nur irgendwie Europa aufgeteilt und Italien hat als einer der Sieger einen Teil Tirols, einen Teil Österreichs erhalten. Es hat Südtirol erhalten. Eine jahrtausendwährende Einheit ist durch einen Krieg einfach zerstört worden, ohne Volk zu fragen, ohne irgendwie einen logischen Grund zu haben, aus rein nationalistischen Gründen. Hat man eine Einheit, die funktioniert hat, eine Einheit, in der Toleranz geherrscht hat, einfach zerstört. Die Geschichte ist aber weitergegangen, wir wissen alles, wie es weitergegangen ist, und um das, was in den 60er Jahren passiert ist, zu verstehen, muss man auch die Jahre davor ein wenig verstehen. Tirol ist geteilt worden, Südtirol ist zu Italien gekommen. In Italien hat gleich einmal nach dem Ersten Weltkrieg ein anderer Wind
geweht, ein schwarzer Wind. Und in dem Moment müssen wir auch wieder feststellen, vielleicht weht der Wind, der damals geweht hat, ab dem 12. Mai 2001 wieder da in diesem Land, hoffentlich nicht. Aber damals hat er geweht und der Faschismus, allen voran Benito Mussolini und seine Anhänger, haben aus dem deutschen Land Südtirol ein italienisches Land Südtirol gemacht. Und die ganze Tragik der Geschichte ist, dass Südtirol geglaubt hat, einmal Hilfe aus Österreich oder Deutschland zu kriegen, aber das Schicksal, die Geschichte war grausam und genau die zwei höchsten Diktatoren haben sich vereint und Südtirol als Pfand, als Spielball hergenommen und die Südtiroler dann vor der grausamen Entscheidung gestellt worden, entweder deutsch zu bleiben und auszuwandern oder italienisch zu bleiben und in der Heimat zu bleiben. Eine grausame Entscheidung. Und die Entscheidung, die wird uns im Grunde genommen heute noch vorgeworfen. Der Zweite Weltkrieg ist ausgegangen, wie wir wissen. Die Diktaturen seien verschwunden, aber der Geist der Diktaturen nicht. Da in Südtirol hat man es gleich wieder erlebt. Es ist eine Aufschrift, die gleich nach dem Zweiten Weltkrieg in Niederdorf und in ganz Südtirol aufgeschrieben ist. Via Alleati, via Crocchi. Das waren die damaligen italienischen Besatzungssoldaten 1945, 1946, haben da schon Klarheit schaffen wollen. Erstens einmal die Amerikaner, die Engländer von dem Land aus, weil das ja Italien ist. Und wenn sie einmal die Herren da sein, und sie sind ja die Herren da geworden, dann müssen die Crocchi, die Deutsch-Südtiroler, auch verschwinden. Das war im Grunde genommen die Ausgangsposition. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stimmung in Südtirol, in Tirol, in Österreich ganz anders wie heute. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Südtirol, in ganz Tirol, in Österreich, war eindeutig für die Wiederkehr Südtirols nach Tirol, die Wiederkehr Südtirols nach Österreich. Das ist ein Bild von einer Kundgebung 1946 in Innsbruck. Und wenn man die Aufschriften auf der Plakate liest, dann kennt man schon, wie die Stimmung war. Auf zum Brenner, niemals Verzicht auf Österreich. Das war wirklich ein Wunsch des Volkes, da Klarheit zu schaffen und Südtirol wieder heim nach Österreich zu bringen. In Südtirol hat man 155.000 Unterschriften gesammelt für die Rückkehr Südtirols nach Österreich. Zur damaligen Zeit muss man sich das vorstellen, 155.000 Unterschriften sammeln, das war eine gewaltige Arbeit, ein gewaltiger Auftrag. Viele Südtiroler, Funktionäre der Südtiroler Volkspartei und andere Freiwillige seien von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof, von Haus zu Haus gegangen, um die Unterschriften zusammenzutieren. Es wäre ein klarer Volksentscheid gewesen, so mal eine 90-prozentige Sache, dass das Volk heim nach Österreich gehen gewählt hätte. Wir wissen, die Geschichte hat wieder nicht so getan, wie das Volk gewählt hat. Die Politik hat über das Volk entschieden und Südtirol hat sich mit einer Notlösung, mit einer Autonomie, später mit dem Paket abfinden müssen. Italien war nicht mehr Diktatur, war eine Demokratie, aber hat mit dem gleichen Ziel weitergearbeitet. Südtirol, Alto Adige, hat italienisch werden müssen. Der italienische Staat, und ich unterstreiche, der italienische Staat, nicht die Italiener oder das italienische Volk, also Staat, als der italienische Staat als Einrichtung, hat mit allen Mitteln dieses Ziel verfolgt. Zwar nicht mehr mit Knüppel und mit Rizinusöl wie zur Zeit des Faschismus, man hat feinere Methoden verwendet. Die Einwanderung nach Bozen und nach Südtirol ist weiterhin forciert worden, hat teilweise die Einwanderung von den 30er Jahren und dem Faschismus überschritten und ist so weit gegangen, dass man in Bozen ganze Ländereien einfach enteignet hat, Fabriken hingebaut hat, neue Häuser hingestellt hat
um die Einwanderer eine Arbeit, in die Einwanderer eine Arbeit zu geben und ein Haus, ein Dach übers Kopf. Die Einwanderung war so massiv, dass man mit den Bauern in den ersten Jahren überhaupt nicht nachgekommen ist. Und die vielen Einwanderer aus dem Süden, und die musste feststellen, arme Leute aus dem Süden, die nach Südtirol kommen, seien eine Arbeit zu suchen, von ihrem Staat geblendet und verfehlgeführt, die haben gemeint, da nach Norditalien zu kommen, sind aber nicht nach Norditalien gekommen, sie sind nach Südtirol gekommen, sind Mittel einer ganz miesen Politik gewesen. Die armen Arbeiter haben zuerst in Barackensiedlungen wohnen müssen, Shanghai-Viertel, um erst noch eine richtige Wohnung und eine Arbeit zu kriegen. Für einen Südtiroler war es damals unmöglich, eine Volkswohnung zu kriegen, eine Anstellung in öffentlichen Stellen und in die Industriezone, in der Industriezone in Bozen. Die Italiener sind überall bevorzugt worden. Proporz, Doppelsprachigkeit waren Wunschträume, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Damals hat es in Südtirol etwas gegeben, was leider heutzutage in Südtirol fehlt. Irgendwie eine Person mit festem Charakter, mit festem Rückgrat, irgendwie ein Volksführer. Damals war es der Kanonikus Michael Gamper. Kanonikus Michael Gamper hat damals den Spruch geprägt, ein Volk, das um nichts anderes kämpft, als um sein natürliches und verbrieftes Recht, wird den Herrn Gott zu Bundesgenossen haben. Damals war der Kanonikus Michael Gamper Vorbild und Sinnbild für den Widerstand im Südtirol. Leider Gottes ist der Kanonikus Michael Gamper zu früh gestorben und Südtirol ist irgendwie führungslos da gestanden. Es hat schon in den frühen 50er Jahren, in der Mitte der 50er Jahre, den ersten aktiven Widerstand einiger Südtiroler gegen die italienische Politik, gegen die italienische Überfremdungspolitik gegeben. Die Stieler-Gruppe, die Gruppe um die Gebrüder Stieler, haben die ersten Anschläge gemacht auf Bahngleise, auf Stromleitungen, um eben Südtirol, Tirol, Italien, Europa darauf aufmerksam zu machen, dass das, was da in Südtirol passiert, unrecht ist. Und dass man, wenn es mit legalen Mitteln nicht mehr geht, halt illegal agieren muss, aktiv Widerstand leisten. Die Gruppe ist leider gleich aufgeflogen und ist vor Gericht gekommen und die meisten Mitglieder sind eingesperrt worden. Die damalige Zeit war närrisch umspannt. Ein Beispiel dafür war die Sache mit den Pfundraburen. Im Fundus drin, damals ein einfaches Bergbauerndorf, haben noch ein Trinkgelager in einem Gasthaus, ein paar Buben, ein paar junge Leute, mit ein paar Finanzen einen Streit, eine Diskussion angehabt. Es ist zu einer Raferei gekommen. Zwei Finanzer haben gleich in den Rückzug eingeschlagen. Ein anderer Finanzer, der vielleicht ein wenig mehr Mut gehabt hat, vielleicht ein wenig mehr getrunken gehabt hat, wer weiß, was da war, hat sich halt in die Raferei eingelassen. Ist aber noch angeflüchtet vom Gasthaus aus in die dunkle Nacht, hat die Brücke, die über dem Fundrapass Bach fährt, angefault, ist im Bachbett hineingefallen, hat unglücklicherweise den Kopf aufgeschlagen und ist gestorben. Ein Unfall. Der italienische Staat, die italienische Polizei, das italienische Gericht hat es aber anders gesehen. Alle beteiligten Buben im Fundas seien unter Mordverdacht verhaftet worden und sind noch in einem ganz einen gehässigen Prozess als Mörder verurteilt worden und haben unmögliche Strafen gekriegt für einen Unfall. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, da hat ganz Südtirol die Sache miterlebt. Die Wogen sind aufgeflogen, das Klima war mehr als erhitzt und genau in der Zeit ist noch die Idee geboren oder der Wille geboren, noch mehr aktiven Widerstand zu leisten. Ein anderes Ereignis, was die Südtiroler irgendwie aufgefordert hat, oder gewisse Südtiroler aufgefordert hat, aktiven Widerstand zu leisten, war sicher die Großkundgebung in Sigmundskron. In Sigmundskron
Vielleicht sind von den Eltern Leute ein paar dabei gewesen. Die Eltern oder Großeltern von vielen sind sicher dabei gewesen. Die Großkundgebung in Simonskron war eine Volkskundgebung, eine Kundgebung, bei der Südtiroler Volk eindeutig ein Ding verlangt hat, eine Sache verlangt hat. Die Selbstbestimmung, die Rückkehr Südtirols nach Österreich. Oder wenigstens eine saubere Politik, eine gerechtere Politik. Heutzutage, man kann es in gewisser Schulbücher lesen, beginnt da schon irgendwie eine gewisse Geschichtsverfälschung. Es heißt, in Sigmundskron hat Südtiroler Volk für die Autonomie und fürs Paket demonstriert, protestiert. Das stimmt sicher nicht. Ich habe mit vielen geredet, die damals in Sigmundskron waren, und die haben mir bestätigt, damals hat man nicht gewusst, was Autonomie ist, und man hat nicht gewusst, was ein Paket ist. Damals ist man nach Sigmundskron gegangen, zu protestieren und zu sagen, Schluss mit der frechen italienischen Politik, Schluss mit den italienischen Übergriffen, Schluss mit der Ungerechtigkeit und endlich eine gerechte Lösung, endlich wieder heim nach Österreich. Die Südtiroler Volkspartei hat es nur verstanden während der Veranstaltung, die Veranstaltung für sich und für ihre Zwecke zu gewinnen. Man hat nur das Los von Rom ausgeben, obwohl das Volk Los von Trient ausgeben, obwohl das Volk das Los von Rom verlangt hat. Und das Volk, wir brauchen eine Bilder umschauen, waren von der Not im Lande fest überzeugt und sind nach Sigmundskron gegangen, um fürs Los von Rom zu demonstrieren. Der damalige Parteiobmann Silvius Maniaga hat es aber verstanden, die ganze Sache umzudrehen und daraus ein abgeschwächtes, kompromissvolles Los von Trient zu machen. In Sigmundskron ist aber etwas anderes passiert. In Sigmundskron ist, man kann es nicht genau feststellen, aber in Sigmundskron ist sehr wahrscheinlich der BAS, der Befreiungsausschuss Südtirol, zum ersten Mal in Erscheinung getreten mit Flugzetteln. 1959 ist aber ein anderes großes Ereignis passiert in Tirol, in Südtirol. In Innsbruck hat es 1959 zum Jahrestag von 1809 einen großen Umzug gegeben, wie 1984. Da sind viel Südtiroler aus dem Tirol, aus ganz Tirol zusammengekommen, um eben der Befreiungskriege zu gedenken. Und interessanterweise, damals hat man auch Dornenkrone mitgetragen, und obwohl das Leid viel größer war als 1984, und 84 hat man viel größere Krone, Dornenkrone mitgetragen. Aber wichtig ist, 1995 beim Gedenkumzug oder während des Gedenkumzuges ist nur die, kann man sagen, die Gründungszeit des Befreiungsausschusses Südtirols entstanden. Die Lage hat sich allmählich zugespitzt. Es hat dann wieder Übergriffe der italienischen Polizei gegeben. Man kann da verschiedene Sachen erzählen. Es gibt teilweise so witzige Sachen. Man muss sich vorstellen, ich habe ein Polizeiprotokoll oder beziehungsweise ein Gerichtsprotokoll von einer Verhaftung von einem jungen Burschen aus Geis, der in Brunnek auf dem Autobahnhof vor zwei Sargenti von italienischen Militär, ich sage es wie es ist, einfach gehen gelassen hat und nur wegen Staatsbeleidigung eingesperrt worden ist. Müsst ihr euch einmal vorstellen. So war die Situation damals. Bei verschiedenen Gedenkfeiern hat die italienische Polizei alles überwacht, hat wahllos Verhaftungen gemacht, hat alles unterdrückt. Damals ist auch der Südtiroler Schützenbund recht aktiv gewesen, im Aufbau gewesen. Und der Südtiroler Schützenbund war allem schon ein Dorn im Auge der Besatzer. Und das ist ganz ein interessantes Foto. Da ist einmal der Louis Amplatz, den wir danach kennenlernen, trau und im Hintergrund ein stadtbekannter Spitzel bzw. ein Geheimpolizist aus Boots, der jede Schützenveranstaltung beobachtet hat.
Die Situation hat sich noch so weit zugespitzt, dass man sogar so weit gegangen ist und die Trachten von den Südtiroler Schützen verboten hat. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Ein Gewand von Bierli. Das ist im Grunde genommen eine lächerliche Sache. Der Befreiungsausschuss Südtirol. Also, da haben sich Leute zusammengefunden, die mit der Politik der Worte nicht mehr zufrieden waren, die gesagt haben, es stört um das Land so viel Leid, wir müssen einfach etwas anderes tun, wir müssen aktiven Widerstand leisten. Man hat nur umgekehrt, Anschläge zu machen, zuerst auf so Volkswohnungen, die auch für die Italiener gebaut wurden, auf Stromleitungen, auf Denkmäler, die italienische Präsenz gezeigt haben, zum Beispiel 1961 in Jena, das Duce-Standbild in Weidbruck, bis zur großen Aktion, bis zur Feuernacht 1961 im Juni. Damals hat der Befreiungsausschuss Südtirol, fast in ganz Südtirol, Anschläge verübt und ganz Europa hat aufgehört. Auf einmal ist sich Europa und auch Italien bewusst worden, auch die da oben können sich auch wehren. Wenn die nicht gleich instecken, die können auch zurückschlagen. Es sind fast 100 Anschläge verübt worden in einer Nacht. Bei den Italienern, bei der italienischen Polizei, beim italienischen Militär ist die Panik ausgebrochen. Von einem Tag auf den anderen hat in Südtirol Kriegsrecht geherrscht. Und da muss ich wieder auf etwas hinweisen. Es gibt jetzt auch wieder in verschiedenen Schulbüchern, beziehungsweise ich habe sie in zwei Schulbüchern gefunden, dann wird das so indirekt gesagt oder indirekt hingeschrieben und gewisse Politiker, die es auch behaupten, dass die Mander damals für die Autonomie und fürs Paket Bomben gelegt haben, Widerstand geleistet haben. Das stimmt sicher nicht. Weil wenn das mit dem Mander reden wird, die haben ganz ein eindeutiges Ziel gehabt. Und auf dem Flugzettel, der jetzt zu Anlass von der Feuernacht verteilt worden ist, da steht es ganz genau drauf, was sie verlangt haben. Wir fordern für Südtirol das Selbstbestimmungsrecht. Weil so ein großes Opfer war für so eine mickrige Autonomie, für eine Kompromisslösung nie tragbar gewesen. Wenn man gegangen ist, aktiven Widerstand zu leisten, dann hat man das Ganze verlangt und das Ganze erreichen will. Südtirol ist nach der Feuernacht von einem Tag in den anderen militärisch besetzt worden. Tausende und Tausende italienischer Polizeikräfte, Carabinieri, Eliteeinheiten, Soldaten sind nach Südtirol gekommen, um Südtirol besetzt. Es hat fast jeden, noch hinter jedem 15. Straßenkilometer eine Straßensperre gegeben. Jede Brücke ist bewacht worden, jede Telefonleitung, jede Stromleitung ist bewacht worden. Es war fast unmöglich, sich zu bewegen, ohne nicht in eine Polizeikontrolle hineinzukommen. Aber interessanterweise ist trotz Eliteeinheiten, trotz übergroßen Polizeieinsatz, hat die italienische Polizei zuerst im Dunkeln getappt und hat die Schuldigen bzw. Mitglieder des Befreiungsausschusses Südtirols nicht verhaften wollen. Erst nach einem Monat fast, ist ihnen gelungen, durch Zufall ein Mitglied des Südtiroler, des Befreiungsausschusses Südtirols zu verhaften, in Franz Mutter aus dem Finchgau. Er ist verhaftet worden durch einen Hinweis. Der Franz Mutter war damals Schützenhauptmann in Laas. Er ist einer Sonderbehandlung unterzogen worden. Und was man unter Sonderbehandlung versteht, das ist schwer zu erklären. Ich werde es versuchen. Ich habe lange ein Foto gesucht, wie man die Sonderbehandlung irgendwie darstellen kann oder umschreiben kann. Ich habe lange nichts gefunden, bis in einem Buch über die Diktaturen in Südamerika ein Bild gefunden hat, in denen irgendwie fast alles ausgelesen werden kann, was damals, zuerst mit dem Franz Mutter und noch mit anderen Leuten passiert ist. Die Sonderbehandlung war eine grausame Folterung, die die Polizei durchgeführt hat, die Polizei eines demokratischen Staates,
eine Polizei eines Staates, der die Folterungen noch nie einbekannt hat, eines Staates, das sich, wenn es in einem anderen Land so etwas passiert war, bei den ersten gewesen war, das protestiert und geschrien hat. Und die Polizei hat ganz, ganz grausam gearbeitet. Es sind Spezialeinheiten nach Südtirol gekommen, die irgendwie trainiert worden sind, in Süditalien die Mafia zu bekämpfen. In Süditalien sind sie erfolglos geblieben, aber in Südtirol sind sie unter Anführungszeichen erfolgreich geworden. Die armen Südtiroler, die armen Mitglieder des Befreiungsausschusses Südtirolers, zuerst der Franz Mutter, der lange Zeit gefoltert worden ist, und man muss es ihm verzeihen, wenn er nur ein, zwei Namen gemacht hat von Mitkämpfern, die sind noch auch verhaftet worden und noch ist wie eine Lawine vom Finstau auch nach Meran, von Meran nach Bozen, Unterland aus, ins Eisacktal und ins Bustertal. Die Leute sind mit allen Mitteln gefoltert worden, mit Stromschlägen, mit Peitschen geschlagen, mit Eisenstangen geschlagen, mit Säuren, alles, was was man sich vorstellen kann, alles, mit was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Die unmenschlichen Dinge sind ihnen widerfahren. Und so ist eben dazu gekommen, dass es auch die ersten Toten gegeben hat. Es hat hunderte Verhaftete gegeben, hunderte Gefolterte. Die Leute sind ins Gefängnis gekommen, sind verhaftet worden. Und als erster ist nur der Franz Höfler aus Lana im Gefängnis gestorben. Ein paar Monate nach der Verhaftung, ein paar Monate nach den Folterungen, ganz sicher an den Folgen der Folterungen. Sein Begräbnis war damals in einer Zeit, in der irgendwie das Kriegsrecht geherrscht hat in Südtirol, eine Kundgebung der Südtiroler, eine Kundgebung der Sympathie der Südtiroler für die Südtiroler Aktivisten. Im Jänner 1962 ist nur der Anton Goschner aus Andre bei Brixen an den Folgen der Folterungen im Gefängnis gestorben und da sein Begräbnis ist irgendwie eine Kundgebung der Südtiroler Bevölkerung für die Freiheit und für den Einsatz der Südtiroler Aktivisten gewesen. 1964 ist nur zuletzt der Sepp Kerschbaumer im Gefängnis gestorben. Sicherlich auch an den Folgen der Folterungen, an den Folgen des Leids, das er auf sich nehmen gemisst hat. Sein Begräbnis ist nur eine Großkundgebung geworden. Fast wie Sigmunds Kron, da ist fast ganz Südtirol bei dem Begräbnis dabei gewesen. Und auf den Kranz steht ganz genau drauf, für was Sepp Kerschbaumer gekämpft hat und für was die Leute vom Befreiungsausschuss Südtirol gekämpft haben. Einzig und allein für Südtirol, für die Heimat. Wer war Sepp Kerschbaumer? Sepp Kerschbaumer war kein Politiker. Sepp Kerschbaumer war ein Mensch, genau wie mir. Ein einfacher Mensch, ein Kaufmann aus Frankart, ein Familienvater, hat mehrere Kinder gehabt und ihm ist halt auch die Heimat näher am Herzen gelegen, wie die Brieftasche, wie der Besitz und anderes. Sepp Kerschbaumer war ein tief religiöser Mensch, ein Mensch, der von der Gerechtigkeit überzeugt war und verschiedene Beispiele in seinem Leben, beziehungsweise verschiedene Dinge in seinem Leben, die er vollbracht hat, beweisen ist. Sepp Kerschbaumer war der Kopf vom Befreiungsausschuss Südtirol. Und er war ein Mensch, der nur von Heimatliebe geleitet worden ist und nicht von Hass. Ein Beispiel dafür. Vor der Feuernacht hat es in Frankart einen italienischen Arbeiter gegeben und die Geschichte habe ich mir erzählen lassen und haben sie von mehreren Leuten bestätigen lassen. Der italienische Arbeiter, ein armer Einwanderer aus dem Süden, hat eine Arbeit in Bozen gekriegt und hat die Wohnung in Frankart gehabt. Um auf die Arbeit zu gehen nach Bozen hat er ein Radl gebraucht. Wenn er das Radl nicht gehabt hätte, hätte er die Arbeit verloren, beziehungsweise hätte er die Arbeit nicht gekriegt. Von wem hat er das Radl gekriegt? Der Sepp Kerschbaumer hat nicht gezögert und hat den italienischen Arbeiter sein Radl zur Verfügung gestellt. Weil der Sepp Kerschbaumer hat da nicht
in italienischen Besatzertechnik, den Arbeiter, Giuseppe Casparma, und in den armen italienischen Arbeiter das gesehen, was eigentlich war. Ein armer Mensch, der von Süditalien angekommen ist, um ein Auskommen zu haben. Giuseppe Casparma hat vor Gericht die Staatsanwälte und die Richter beeindruckt durch seine Einstellung und hat auch irgendwie im Namen der anderen Häftlinge seine Einstellung zur Sache dargestellt. Sepp Kerschbaumer hat, wie alle anderen Häftlinge, im Gefängnis den Glauben an die Gerechtigkeit der Sache nie aufgegeben und hat im Gefängnis mit allen Mitteln, die er gehabt hat, weitergekämpft. Ein Beispiel dafür hat Jesus unter 1962, hat er sich nicht nehmen lassen, als Jesus zu feiern, hat sich für die Angehörigen zwei große Taschentierklein ins Gefängnis bringen lassen, ein weißes und ein rotes. Er hat da vorne draus genannt und hat sie noch vom Gefängnisfenster außen kennt. Seine kleine Tiroler vorne im Gefängnis. Die italienische Presse und die italienischen Behörden haben das natürlich als große Frechheit empfunden und die Artikel, die damals erschienen sind, über den irgendwie bagatellhaften Fall beweisen es. Es ist noch zum Mailänder Prozess gekommen, 1964. Hunderte von Angeklagten. Die Angeklagten haben insgesamt, jetzt muss ich nachdenken, fast 500 Jahre Gefängnis gekriegt. Viele waren nicht anwesend, weil sie Flüchtlinge gekannt haben, aber die Mehrheit hat ihre Schuld bzw. ihre Strafe absitzen müssen. Gegen die Folterknechte, gegen die Karabiniere und Spezialeinheiten, die gefoltert wurden, ist teilweise Anklage erhoben worden. Und es ist auch ein Prozess gegen die geführt worden. Aber der Prozess ist im Grunde genommen der erste Witz von der ganzen Sache. Die Angeklagten sind, das sind die Angeklagten, die Karabiniere und beim Prozess, sind im Prozess soll Inikem als Helden. Die Zeugen der Anklage, also die Gefolterten, sind in Ketten vorgeführt worden und sind irgendwie vom Staatsanwalt als die Schuldigen abgetan worden. Die meisten Karabiniere sind freigesprochen worden, andere Karabiniere sind unter Amnestie gefallen. Alle Karabiniere, die an den Folterungen beteiligt worden sind, sind später vom italienischen Staat wegen ihres heldenhaften Verhaltens ausgezeichnet worden. Ich habe es davor schon gesagt, nach der Feuernacht sind nicht alle Südtiroler verhaftet worden, beziehungsweise alle Mitglieder des Befreiungsausschusses Südtirols verhaftet worden. Einigen ist die Flucht gelungen, zum Beispiel in Louis Amplatz, der da auf der rechten Seite, und in Jörg Klotz auf der linken Seite. Und die Leute sind auch nach Nordtirol geflüchtet und haben von Nordtirol aus in Widerstand weitergeführt. Sie waren überzeugt, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, der Weg des demonstrativen Widerstandes der richtige war. Und sie haben allen wieder, sind sie über die grüne Grenze gekommen und haben Anschläge verübt und haben irgendwie den Häftlingen im Gefängnis irgendwie die Stange gehabt. Jörg Klotz war ein Schmidt aus dem Passaierturm, war Familienvater, Louis Amplatz war ein einfacher landwirtschaftlicher Arbeiter aus Bozen. Auch Familienvater. Es waren sicher nicht Hitzköpfe und sie haben, wie die anderen Leute, wie die anderen Mitglieder vom Befreiungsausschuss Südtirol, eben eine Sache im Herzen gehabt, die Heimat. Louis Amplatz war irgendwie ganz ein dynamischer Mensch. Ein Mensch, der heutzutage vielleicht ein erfolgreicher Manager oder Kaufmann war. Aber er hat damals die Entscheidung getroffen, für die Heimat alles zu geben und er hat zuletzt sein Leben gegeben. Sie sind allen wieder in verschiedenen Gruppen über die Grenze gekommen, bewaffnet, haben Anschläge verübt und sind dann wieder aus nach Österreich gegangen. Die italienische Polizei, die italienischen Behörden haben alles probiert, um die Leute zu kriegen, haben ihnen Fallen gelegt, haben umgekippt.
Spitzel in die Organisation einzuschleusen, hat alles nichts genutzt, bis der italienische Staat so weit gegangen ist und zwar Leute beauftragt hat, Louis Amplatz und Jürgen Klotz ganz kaltblütig zu eliminieren. Der Christian Kerbler und der Franz Kerbler, zwei Nordtiroler, seien vom italienischen Geheimdienst angeworben worden und seien gezahlt worden, um Louis Amplatz und Jürgen Klotz und die anderen Mitglieder des Befreiungsausschusses Südtirols in Nordtirol auszuspionieren, die Behörden, italienischen Behörden mit Informationen zu beliefern und zuletzt nur die Hauptverantwortlichen oder die zwei Köpfe von der Befreiungsbewegung zu eliminieren. Das müsst ihr euch vorstellen. Ein demokratischer Staat zahlt Leid, um andere Leid zu eliminieren, zu ermorden. Und das Perverseste an der ganzen Sache ist, das Geld, was die Leute gekriegt haben, das seien auch Steuergelder gewesen. Und die Steuergelder haben die Südtiroler auch mitgezahlt. Also haben im Grunde genommen die Südtiroler im Mord mitfinanziert. Christian Kerbler und Franz Kerbler haben sich in die Organisation in Nordtirol eingeschlichen, um sich als Superpatrioten ausgeben, seien nur mit Jörg Klotz und Louis Amplatz im Herbst 1964 ins Psyatol über die Grenze eingeschlichen. Der Franz Kerbler hat sehr wahrscheinlich Gewissensbisse gekriegt und ist abgesprungen. Und in der Nacht vom 3. auf den 4. September hat der Christian Kerbler auf die Brunner Mader, das ist die Brunner Mader in Passaia, zuerst in der Heilschupfe in Louis Amplatz ermordet und in Jürgen Klotz hat er ermorden wollen, hat ihn aber leider schwer verletzt und hat somit seinen Auftrag erfüllt. Genau in der Hütte ist der Staatsmord passiert. Das ist ein Foto von Louis Amplatz, am Tag nach dem Mord. Also haben die Polizei die Karabiniere in der Schupfe gefunden. Nachvollbrachter Tat in Schlafsack, tödlich verletzt durch drei bestohlene Einschüsse. Wie die ganze Sache abgelaufen ist, das ist noch ungeklärt. Man weiß es nicht. Jemand weiß es ganz genau. Der italienische Staat bzw. der italienische Geheimdienst. Und das ist genauso pervers, wie es pervers ist, dass die Südtiroler den Mord irgendwie mitfinanziert haben. Genauso pervers ist, dass 40 Jahre, 50 Jahre nach dem Tod ein demokratischer Staat allem noch Informationen über den Mord verweigert. Jürgen Klotz ist schwer verletzt. Schwer verwundet über die Grenze, über die Gletscher nach Österreich, geflüchtet und hat in Widerstand weitergeführt. Es war ein schwerer Schlag für die Befreiungsbewegung. Da bei uns in Pustertal ist die ganze Sache irgendwie anders gegangen. 1961, bei der Feuernacht, hat es in Pustertal nicht so viele Anschläge gegeben. Der Befreiungsausschuss Südtirol war in Pustertal nicht so weit ausgebaut wie in Landrinnen. Es hat nur einzelne kleine Gruppen gegeben. Eine Gruppe war in Taufra-Arendtal. Es war eine ganz junge Gruppe. Und bei der Junggruppe waren vor allem vier Leute dabei. Andere waren auch dabei. Die Namen muss man leider Gottes noch verschweigen, weil wenn man sie bekannt geben darf, werden sie heute noch gesetzlich verfolgt. Es war aber der Schläger Siegfried und der Pfarrer Sepp aus Mühlen. Der Oberleiter Heinrich und der Oberleiter Heinrich aus Mühlen. Da sind drei drauf von den Burschen, in denen ist nach der Feuernacht auch die Flucht gelungen. Sie sind außen nach Österreich und sie sind noch bis 1968 allem wieder jeden Sommer ins Pustertal gekommen und haben da irgendwie einen Partisanenkampf geführt. Bei ihnen ist nie gelungen, in italienischen Jahren, ist nie gelungen, ein Spitzleichen. Sie waren so vorsichtig, dass sie nie fremde Leute mitgenommen haben, haben allemlei auf sich, also auf die vier Pustra, vertraut und auf wenigen ganz guten Kameraden, auf die sie hundertprozentig Vertrauen gekannt haben. Und sie haben wirklich das größte Kommen in der italienischen Polizei, die größten Schwierigkeiten gebracht. Die waren überall und nirgends. Die italienische Polizei hat die Grenze von Brenner bis noch auf den Helm mit Festungen befestigt.
hat versucht, beim Übertritt noch ins Buschtertal nach Südtirol abzufahren, das ist ihnen nicht gelungen. Sie sind hingekommen, haben sich da irgendwie sicher fühlen gekannt, weil bei den Bergbauern haben sie allen, muss man unterstreichen, allen Einlass gefunden, haben Essen gekriegt, sind unterstützt worden, sind gewarnt worden. Es hat mal Feuergefechte gegeben, es hat mal Tod und Verletzte gegeben. Es war ein Partisanenkrieg. Man kann darüber denken, wie man will, aber einen Schuldigen in einem sehr Partisanenkrieg zu suchen, ist schwer. Sicher ist etwas. Es hat Tote gegeben und Verletzte, aber ich stelle jetzt die ganz freche Behauptung auf, ich bin mir sicher, bei den Toten, es waren hauptsächlich nur Tote, Karabiniere und Finanzer, sind nicht alle oder ich weiß nicht, wie viele Opfer von den Freiheitskämpfern gewesen. Einige sind sicherlich Opfer von den eigenen Leid gewesen. Weil die Strategie des italienischen Staates und des italienischen Geheimdienstes ist nur so weit gegangen, wenn die Buschtrapuren keinen Spitzel einschleusen lassen, keinen von unseren Agenten mitnehmen, mit dem man den Spieß umdrehen. Dann hat der italienische Geheimdienst einfach umgekippt, Anschläge zu verüben und hat in die Buschtrapuren die Schuld gegeben. Porzascharte, Xiers, Mühlwald sind Beispiele. Das sind irgendwie ganz kaltblütige Morde, bei denen ganz sicher, ich wage es zu behaupten, wir haben es 100-mal schon behauptet, und wenn es nicht stimmen darf, dann müssen die eigentlich schon lange eine Anzeige gekriegt haben von Staat. Ich behaupte einfach, dahinter ist der italienische Geheimdienst gestanden. Ein Beispiel. In Xiers sind bei einem Feuerüberfall auf die Finanzerkaserne zwei Finanzer kaltblütig erschossen worden. Im Grunde genommen eine sinnlose Tod. Warum hätten das die Buschtrapuren machen sollen? Sie hätten mal gescheiter ein paar Strommasten sprengen müssen. Die propagandistische und die Werbewirksamkeit wäre sein viel, viel größer gewesen. Aber wenn der Geheimdienst die eigenen Leute niederschießt, dann gibt es einmal auf italienischer Seite ein Mordsaufruhr und auf unserer Seite, auf Tiroler Seite, auf Südtiroler Seite und auf europäischer Seite sind die Freiheitskämpfer hervorragend Mörder geworden. Wer sich die Mühe machen will, der kann in die Bibliothek gehen oder in ein Buchgeschäft, kann sich das letzte Dorfbuch über das Xiersertal kaufen und sein hat der Autor die Frechheit und tut genau das behaupten. Wenn es nicht stimmen tat, dann bin ich mir sicher, hätte der italienische Staat schon lange Gegenmaßnahmen ergriffen und hätte den Autor, der das in ein Buch hineinschreiben tut, eine Verleumdungsklage oder irgendeine Person kriegt. Aber das ist noch nie nichts passiert. Damals war die Südtiroler Bevölkerung, erlaube ich mir auch zu behaupten, fast vollzählig oder zur großen Mehrheit hinter die Freiheitskämpfer. Ganz eine schäbige Rolle, die unterstreiche schäbige Rolle, hat damals der Bischof von Brixen, Bischof Garita, gespielt. Er hat die Gefolterten im Gefängnis nie besucht. Er hat die Angehörigen nie besucht. Er hat die Angehörigen der Inhaftierten und der Gefolterten und der Ermordeten nie zu sich gehen lassen, aber er hat jedes Mal dort keine Gelegenheit ausgelassen, das Militär, die Polizei, die Carabinieri zu besuchen, an ihren Festlichkeiten teilzunehmen. Und jeder Carabinier und jeder Soldat, der verletzt worden ist im Einsatz, hat der Bischof Garita im Spital besucht. Das ist Einseitigkeit. Ein Bischof ist für alle da. Und wir sind alle gleich behandelt. Bischof Garita hat das aber nicht getan. Das war so die Zeit um 1968, 69. Das waren die meistgesuchten Terroristen in Südtirol. Oben die vier Buschtrapuren, Enrico Oberlechner, Giuseppe Forer, Sigisfredo Steger und Heinrich Oberleiter. Und darunter der Georg Klotz, der Luigi Lach, der Adolfo Owexer und der Carlo Auser.
die dann vorstellen, es sind fast 40 Jahre vergangen und das Fahndungsplakat ist noch aktuell. Gell? Der Georg Klotz ist gestorben, aber die anderen sind nach wie vor gesuchte Terroristen. Ein demokratischer Staat, wie sie da schon lange überwunden haben und den Namen des Friedens und den Namen des friedlichen Zusammenlebens da irgendwie eine Lösung, die für beide Trupper ist, zu finden. Die Lösung war eigentlich ganz einfach, eine Generalamnestie. Nicht Gnade, nicht Begnadigung einer Generalamnestie. Bei der Generalamnestie gibt es weder Besiegte noch Sieger. Die einen Leute, die einen Passmitglieder waren im Gefängnis, haben hier Jahre abgesessen. Da ist ein Foto, das im Gefängnis von Trient gemacht worden ist. Auf der linken Seite der Sepp Mitterhofer, noch der Birger Jörg, der Auschwitz, was ich meine, der Koffler und ganz rechts der Peppi Fontana. Die Jahre sind auch vergangen. Der Sepp Mitterhofer ist wie die Jahre noch auch gekommen. Nach vielen Jahren ist noch von der Familie, vom Dorf, von der Bevölkerung herzlich willkommen heißen. Als letzter hat der Jörg Bircher das Gefängnis verlassen. Und ganz interessanterweise, der Beamte da in Zivil neben Jörg Bircher, das ist auch irgendwie eine interessante Sache, war schon in den 60er Jahren aktiv. Das ist der Inspektore Vinicio Marcomeno und stellt ihm vor 10 Jahren war er noch aktiv und hat selbst nie einmal irgendwie verhört und fast abgeführt. Es sind alle wieder die gleichen Leute. Wir sind langsam am Ende von Ihr Vortrag. Da sagt Mitterhofer und der Stille Hans, werden noch persönlich über Ihr Schicksal, über Ihre Erlebnisse reden. Also es wird aus direktem Munde erfahren, wie es damals war. Zuletzt will ich auch noch ein paar Gedanken mitgeben. Was kann jetzt der Sepp Kerschbach heutzutage noch so? Sicher nicht Buben, Männer, Frauen, Gitschen, die tausende Bomben werfen. Das darf er sicher nicht sagen heutzutage, ganz sicher nicht. Aber er kann es sicher etwas sagen, er darf es auch sagen. Leid, die Heimat ist eine und wenn man sie einmal verloren hat, dann ist sie weg. Und wir Südtiroler, wir Tiroler haben das Glück, einen von den schönsten Flecken in Europa und auf der Welt zu besitzen. Da sagt Herr Schwammer sogar den Sah, nicht der Wohlstand und nicht der Besitz und nicht das große Haus und nicht die schöne Villa und nicht das Schwimmboot ist im Grunde genommen wichtig. Wichtig ist die Zufriedenheit und die Verwurzelung in der Heimat. Weil oftmals sind die Leute in einem Bergbahnhof viel zufriedener als die Leute und den Tal, die alles haben und zuletzt steckt und nichts haben. Und da sagt Herr Schwammer, beweist uns, dass wenn man etwas erreichen will, alleine ist man eine Flamme, die ja der kleinste Windstoß auslöschen kann. Wenn man etwas für die Heimat erreichen will, ja, eine Flamme ist halt eine Flamme, aber wenn man viele Flammen zusammentut, dann kommt ein schönes Feuer raus. Und wenn man das einzelne Feuer kann auch auslöschen, aber dann, wenn man ganz, ganz viel sehr kleines Feuer hat, dann kann das entstehen, dann kann Heimat entstehen. Und wenn nur noch die Jugend zu der Heimat stärkt, dann kann das entstehen und das ist eine Heimat mit Zukunft, eine Heimat, in der vielleicht jeder Platz hat. Dankeschön.